Manchmal ist es wirklich ein wenig erschreckend, auf welche Ideen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommen. Dieses Mal lässt Dr. Frankenstein grüßen. Eine Forschungsgruppe hat Mäusen menschliche Nervenzellen, also Hirnzellen, eingebaut und mal geguckt, was so passiert. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben nämlich ein Sichtfenster in den Schädel gebaut, um das Wachstum zu beobachten. Und was sie dabei sehen konnten, finde ich beunruhigend. Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Hirnforschung macht immer größere Fortschritte, aber manchmal denke ich, um welchen Preis. Ein Forschungsteam des Salk Institutes for Biological Studies im kalifornischen La Jolla in den USA hat jetzt Mäusen Hirnorganoide eingepflanzt und dann durch ein Loch im Schädel mit einem Sichtfenster beobachtet, was mit den Zellen geschieht. Die Forschungsfrage war, können solche Zellen auch außerhalb der Petrischale wachsen und was machen sie dann? Zuvor ließen sie die Zellkulturen im Labor 50 Tage lang wachsen und setzen sie dann den Mäusen ein. Damit sie die Zellen dann im Mäusegehirn beobachten konnten, manipulierten sie die Gene der Zellen, sodass sie grün leuchteten. Und das Verblüffende, die Zellen wuchsen und nicht nur das. Nach nur 2 Wochen hatten sich die Zellen mit dem Blutkreislauf der Wirtstiere verbunden und wurden dadurch mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Und innerhalb von 3 Monaten wuchsen die Zellen dann weiter und verbreiteten sich im Mäusehirn. Sie wuchsen tief ins Mäusehirn hinein. Und jetzt wird's ein bisschen spooky. Die beiden Strukturen verbanden sich. Die menschlichen und tierischen Hirnzellen takteten sich aufeinander ein und bildeten laut der Forschungsgruppe ein gemeinsames neuronales Netzwerk. Hatten die Forscherinnen und Forscher jetzt super intelligente Mäuse geschaffen? Eine wirklich erschreckende Vorstellung. Mein Schreckensszenario: Supermäuse brechen aus dem Labor aus und übernehmen die Weltherrschaft. Naja, das Forschungsteam untersuchte die Mäuse und kam zu einem eher beruhigenden Ergebnis. Keine Veränderung. Weder das Verhalten der Mäuse noch ihr Lernvermögen ließen auf eine gesteigerte Intelligenz schließen. Allerdings schloss der Forschungsleiter nicht aus, dass es Veränderungen gegeben haben könnte, die sie aber noch nicht festgestellt hätten. Allerdings nehmen sie diese Ergebnisse jetzt zum Anlass, mit ihren Forschungen fortzufahren. Mit diesem Versuchsaufbau, also menschlichen Nervenzellen in Tierkörpern, wollen sie in Zukunft Schizophrenie, Alzheimer, Autismus, Parkinson und weitere Hirnkrankheiten erforschen. Sie schließen aufgrund ihrer Annahmen und der Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten aus, dass menschliche Fähigkeiten auf die Tiere übergehen könnten. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema medizinische Experimente à la Frankenstein und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir täglich vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks und mitmachen, mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicks und passiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Unvorstellbar, Kopf soll auf 9 Körper transplantiert werden. Das ist auch à la Dr. Frankenstein. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.